euch. Heute zeige ich euch meine ganz kleine Location, in der man vor Kugeln geschützt ist und die Polizisten euch nicht mal umbringen können, weil sie zu blöd sind. Sie schießen nicht einmal durch, obwohl euch nur ein Zaun schützt. Denken sie, sie können nicht durchschießen und versuchen es erst gar nicht auf euch zu schießen. Eine ganz kleine Top-Secret-Location heute mal für euch. Da könnt ihr übrigens auch euer Schießen-Level somit leveln und auch ganz lange mit den Cops ein bisschen Spaß haben. Erstmal muss man natürlich ein bisschen Sterne verdienen, das heißt ein bisschen Stress auf den Straßen machen, und dann müssen wir uns zu dieser Location hier begeben, in der Nähe des Boulevards oder in unmittelbarer Nähe dieses großen Kinos hier. Da seht ihr es einmal, wo im Singleplayer-Modus auch diese Sightseeing-Touren sind, und ihr seht selbst, dass es in der Nähe des Eclipse Towers auch ist, also schnell zu erreichen für jedermann, will ich doch mal so meinen. Und dann müssen wir einfach nur hier in diesen kleinen Raum, nenne ich ihn jetzt einfach mal, reinklettern, der umgeben ist von Zäunen, außer an der einen Seite eine Mauer. Ja, und man soll es nicht glauben, hier suchen mich erstmal die Polizisten, Halleluja. Deshalb habe ich hier kurz vorgespult, aber dann haben mich doch die Polizisten gesehen, und ihr habt ja selbst gerade beim Vorsprung gesehen, dass ich rausschießen kann. Gleich werdet ihr es nochmal genauer sehen, und die Polizisten kommen immer näher und wollen mich gar nicht umbringen. Ich habe es versucht, als dann doch ein bisschen mehr da waren, zu winken, aber keiner hat sich zufrieden stimmen lassen. Dann überkam mich die Angst, ich wollte mich ergeben, aber schaut euch an, ergeben, aber nein, nein, sie wurden noch saurer. Einer kam sogar noch hinzu. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Es heißt nicht ergeben, es heißt richtig abschlachten. Los geht es. Ach, meine Güte, da seht ihr, dass man ganz einfach rausschießen kann. Die Officers stehen da richtig verbeilt rum. Meine Güte, richtig cool zum Schießen leveln, und Spaß habt ihr damit auch alle Male. Eure Freunde könnt ihr beeindrucken, falls ihr zu viel Sterne habt und nicht Lester anrufen könnt. Ja, dann könnt ihr euch hier mal ein bisschen Freiraum erschaffen. Und da seht ihr selbst, dass gerade die gepanzerten Leute kommen. Halleluja, ist mir erstmal aufgefallen, wie viel die schlucken. Aber kein Problem, auch die schießen hier nicht durch. Und ihr werdet gleich nochmal sehen, wenn ich rausklettere, dass alles ganz schnell vorbei ist und wie schnell ich wirklich tot bin. Da wurde ich auf den Boden der Realität zurückgeholt. Aber ich hoffe, dieser Glitch hat euch jedenfalls gefallen. Das war's von ihm. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen, sowie über den ein oder anderen neuen Abonnenten für die täglich besseren Glitches. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.